Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal als Reiter. Wir sind in Folge Nummer 25 von Transport Fever 2. Hier hinten kommt gerade ein Zug an, der leer ist. Und da wollen wir mal gucken, dass wir in dieser Folge ein paar Leute da vielleicht mal reinkriegen. Ne? Das ist nämlich gerade nicht so einfach. Ne? Hier sind Blumenstraße 5 Leute. Da müssen wir mal gucken, wie wir die Linien organisieren. Ne? Ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro. Ne? Bis gleich. So, da kommt der Zug jetzt an und hier steht niemand, den er mitnehmen kann. Nichts wartend. Terminals. Diagramme. Zeitrahmen. Ja, das ist jetzt komisch jetzt, ne? Dass da keiner einsteigt zum Mitfahren. Also hier steht Personenzug, aber wird nicht genutzt. Aber wir haben hier Anhänger, die dafür da sind, ne? Also das ist schon komisch. Aber ich würde mal sagen, wir gucken uns jetzt hier noch dieses an, was wir hier noch gebastelt haben. Wir haben ja jetzt zwei Linien, ne? Einmal die Linie 9, die fährt ja da hinten hin. Und wenn wir da nochmal reingucken, haben wir auch die Linie 13, der immer noch da fährt. Das macht ja keinen Sinn, weil wir ja eigentlich hier... Wieso steht da jetzt Cargo 17, 24? Ist egal, wir machen das jetzt so, dass wir diese... Erstmal nehmen wir die gelbe Linie, weil die gelbe Linie müssen wir erstmal verlängern. Linie verwalten. Und die soll jetzt hier eine Haltestelle hinzufügen. Die sollen hier anhalten. Das ist jetzt die Burgstraße. Fährt der dann... Ne, warte mal, das ist ja natürlich jetzt hier falsch, glaube ich, oder? Burgstraße zu... Ne, dann muss da nochmal... Warte mal, wenn das die Bachstraße... Er fährt zu Burg... Ne, das ist soweit richtig. Dann muss aber hier nochmal... Bachstraße, Burgstraße, Bachstraße muss da nochmal rein. Bachstraße... Zur Burgstraße, zur Bachstraße, nach da hinten und wieder hin. Ja, passt, jetzt ist richtig. So, das haben wir jetzt schon mal geklärt. Ne? Die Linie ist jetzt verlängert. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir die 13 nochmal kriegen. Die war ja hier mit drin. Und die Linie 13 müssen wir... Ach so, die Fahrzeuge müssen da noch weg. Fahrzeug verwalten. Diese drei Fahrzeuge müssen jetzt auf Linie 9 mit. Gut. Dann ist die Linie leer. Kann das erst zu, Linie verwalten und die kann weg. Ja. Linie weg. Passt. So, jetzt sollte das dann klappen, dass die bis dahin fahren. Dieser Bus ist jetzt mit 0 Passagieren voll. Das ist schon mal schlecht. Jetzt müsste man mal gucken. Der fährt weg. Der fährt weg. Der kommt. Bachstraße. Jetzt wäre noch die Frage... Wo wollen die hin? Ah, die 42 wollen via Burgstraße dann weiter. Und Burgstraße war hier. Das würde bedeuten, wir müssen jetzt mal gucken, dass das Fahrzeug da schneller hier hinkommt. Ja, machen wir mal schneller, oder? Oh, wir haben starke Verluste hier gerade. Warte mal, hier sind ja auch noch welche unterwegs, ne? Aber die fahren jetzt... Der fährt jetzt zur Burgstraße und hat 6 Passagiere dabei. Okay. Der dreht jetzt hier und fährt dann da zur Haltestelle ran, ne? Okay. Und jetzt ist da aber niemand am Stehen, das heißt, die steigen nur aus, ne? Oder? Ja. Oder steigen noch nicht mal aus, die fahren sogar noch weiter. Die Linie war dazwischen gekommen, ne? Der fährt noch weg und der kommt. Der hat jetzt 8 Leute. Na komm, dann lass mal gerade noch mal schneller laufen, damit er schneller vorankommt. Ab ins Örtchen bitte. Was macht's Geld? 500.000 geht noch. So, jetzt kommt er hier in der Stadt an, wird da komischerweise langsamer. Wo ist denn das jetzt? Ah, jetzt fährt er doch noch schneller. Das war noch so ein Stück Zwischenstraße. Und kommt da jetzt an. Ich sehe gerade, was ganz schlecht ist, dass der jetzt gedreht hat und wird wahrscheinlich gleich hier nochmal drehen und fährt in die andere Richtung dann. Okay, das heißt, das ist nicht so praktikabel, oder?
Das heißt, wir müssen die Linie Fahrzeug verwalten. Nee, Fahrzeug nicht verwalten. Eigentlich müssen wir Linie verwalten machen. Pass mal auf, der dreht jetzt hier und fährt dann da. Oder? Das verstehe ich jetzt nicht. Naja. Aber kann ich das anders machen? Ich glaube nicht, ne? Nee, das kann ich nicht anders machen. Ich kann nur hier anklicken, oder? Linie 9. Linie verwalten. Kann ich das hier irgendwo sehen? Warte, wir sind jetzt hier in der Bachstraße. Und dann sind wir da in der Bachstraße. Ist das jetzt schwierig? Warte mal, lass mal da hingehen. Bachstraße hinzufügen. Ja, man kann es doch wohl. Ah, Terminal 1, Terminal 2. So sieht's aus. Dann lass uns das mal gerade hier rauslöschen. Ich glaube, das ist Terminal 1. Also der kommt von hier hinten und soll dann da Terminal 2 anhalten wahrscheinlich. Ja, jetzt sieht man es tatsächlich sehr schön. Jetzt haben sie auch gerade die Straßenseite gewechselt. Ganz krass, oder? Okay. Dann ist das geklärt. Die stehen jetzt alle auf der anderen Seite. Hammer. Und jetzt steht hier noch keiner. Und wie sieht es hier aus? Fährt da einer mit? Achte. Jetzt weiß ich aber nicht, wo die hinfahren, ne? Fahrzeug verwalten, aber da kann man nicht sehen, wo die hinfahren. Jetzt können wir nur gerade gucken, ob die hier schon aussteigen oder weiterfahren. Wahrscheinlich steigen die hier nicht aus. Okay. Warte mal, ist das unser Zugproblem auch? Ist hier Terminals 1 von 272 Übersicht, Terminals, Diagramme. Kann es sein, dass ich hier konfigurieren? Kann es sein, dass es hier irgendwie dann doch Schwierigkeiten gibt? Ich habe das jetzt zwar mit Personenzug hier erweitert, aber bringt nichts. Oder muss ich den Zug, aber der kann doch da reinfahren, ne, oder? Oder muss der dann da, oh, schwierig, ne? Wahrscheinlich muss der an dem anderen Dingens halten. Das wäre ganz schlecht, wenn das so wäre, weil dann ist das der Grund, warum da keiner anhält. Okay, das würde bedeuten, das müsste man testen eigentlich, ne? Wie kriege ich das aber getestet? Wo ist denn der Zug jetzt? Ach so, da hinten fährt er, oder? Warte mal, das will ich jetzt wissen. Das können wir doch dann am Fahrzeug hier festmachen. Straßenfahrzeugerdenreise Zustand sehr schlecht, okay. Linie verwalten. Das ist hier. Warte mal, wir müssen dahin. Dann soll er doch noch mal so fahren. Macht das ein gemischter Zug, macht dann keinen Sinn, wenn das stimmt. Hier kann er sowieso nicht in einen anderen reinfahren, oder wie sehe ich das? Hallandorf hat nur einen Halt, Nemeck hat auch nur einen Halt. Aber der hat doch zwei. Also wir sind ja schon hier. Also er fährt da ein und ich. Hier gibt es aber doch noch ein Gleis da rein. Okay, der erkennt den definitiv nicht, weil ich kann ihn ja hier gar nicht umstellen. Hier kann ich es umstellen, siehst du, auf Gleis 1 und Gleis 2. Das erkennt er gar nicht. Schade, ne? Das ist also ein Programmfehler oder was? Konfigurieren, Plattformen. Wie kann ich es aber konfigurieren? So, das ist jetzt eine Passagierplattform, aber ne? Passagierplattform. Und das ist eine Güterplattform. Wenn ich die jetzt hier hinten dran zimmer, ne? Steigen die dann da aus?
Gute Frage, ne? Weil dann ist das ja Gleis 1. Ja, das Gleis. Ja, das ist schwierig. Linienverwaltung, NIMEC, hier geht nichts mit Gleis 2. Da haben wir ein Problem. Und wenn ich jetzt hier hinten hingehe, wo wir das schon mal hatten, dann ist es hier aber so, dass hier Linie 4, Linienverwaltung, Leitzgau, nee, geht auch nur einer dann für diesen Pellingen geht 2. Das ist auch komisch dann. Ja, das geht nur einer, weil da. Ach, ich weiß es nicht. Ist schwierig. Ich glaube, wir müssen einen zweiten Zug haben, damit das klappt. Werden wir austesten müssen. Anders geht's nicht. Aber mit 764 Talern können wir nicht weiterkommen. Da keine Warnung mehr da. Okay, es war aber irgendwo ein Fahrzeug, was zu langsam war. Ja, hier ist jetzt klar, dass der da anhält. Das, was wir machen könnten, wäre, lass uns mal die Linie nochmal aufrufen, Linie Verwaltung machen. Nemec fährt er dahin, dann sollte er hier nach Hallandorf fahren. Aber hier gibt es ja nur Passagiere. Warum steigen die dann? Naja, warte mal. Hier gibt es nur ein Gleis, ist klar, aber hier gibt es ja zwei Gleise, das erkennt er aber nicht. Haltestelle hinzufügen, Nimiek. Ah, warte mal, ich kann jetzt den da hinzufügen wahrscheinlich. Es konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden, weil, ne? Warte mal, das heißt, wir gehen mal jetzt nach da hinten hin. Und jetzt kann ich den noch hinzufügen. Warte, der kommt jetzt von Hallen. Er konnte nicht alle Haltestellen verbunden. Warte mal, da ist doch hier schon ein Fehler, oder? Eigentlich müsste das klappen. Aber es klappt nicht. Also hier ist irgendwas faul. Aha. An diesem Halt passt was nicht. Wenn einer eine Idee hat, schreibt das mal bitte in die Kommentare, weil ich komme jetzt nicht so ganz dahinter hier, ne? Vielleicht ist es so, ja, schwierig. Der passt jetzt nicht. Wenn ich den jetzt nehme, passt der auch nicht. Dann kann ich den aber rausnehmen. Ich muss auch den rausnehmen. Wieso kann ich den zweiten Halt hier nicht hinzufügen? Station hier klicken, hinzufügen. Haltestelle hinzufügen. Warte mal. Ja, das ist klar. Warte, nimm das nochmal raus. Geh dahin. Haltestelle hinzufügen. Ist nach Hallandorf den nochmal hinzufügen. Nee, das ist auch verkehrt. Nimm den nochmal raus. Ich müsste, wenn ich hier bin, dann nochmal dahin klicken. Er will da einfach nicht hinfahren, weil das irgendwie nicht klappt. Irgendwas ist hier falsch am Laufen in diesem Gleis. Konfigurieren. So, jetzt haben wir das hier weggerissen alles. Das ist schon mal cool, ne? Platten der Gleise sind hier. So, das wäre erstmal richtig. Und dann die Plattform hinzufügen. Das ist eine Güterplattform, das ist eine Passagierplattform, ne? So, und jetzt Passagiergebäude. Wäre das wichtig, da eins hinzustellen? Die 12.000 hätten wir jetzt. So, jetzt steht hier.
Hier ist die Linie drauf, da ist sie nicht drauf. Interessant. Das bedeutet jetzt, er fährt dahin, Linie verwalten. Ich kann hier aber nichts, kein zweites Gleis einfügen. Das ist schon komisch, ne? Okay. Kann man hier eine Linie neu erstellen? Ich brauche jetzt Haltestelle hinzu, eine neue Linie. Gut, das machen wir jetzt. So, von da. Ich kann hier wieder nicht auswählen. Nach da. Es ändert sich nichts. Aha, irgendwie ist da schon der Wurm drin. Weil Hallandorf, den kann er nicht verbinden. Das heißt, hier muss irgendwas mit diesem Halt falsch sein. Da muss irgendwo das Gleis nicht funktionieren oder so. Ich weiß es nicht genau wo. Dann würde ich mal sagen, reiß doch das mal hier gerade noch mal ab. Genau so. Geh noch mal hier hin, hol noch mal das Gleis rein. Und dann mach das einfach so, oder? Weil der sagt mir, es geht ja so. So, und jetzt auf ein neues. Linie 6, Linie verwalten. So, Hallandorf, halt hinzufügen, den da. Ich kann aber hier immer noch nichts auswählen. Gleis 1 weder noch Gleis 2. Aber was passiert jetzt hier dann? Ist für mich jetzt gerade nicht erklärbar. Kann man keine gemischten Züge machen? Das ist die Frage. Er fährt auf jeden Fall mit viel Stahl hierhin. Und ihr könnt mir jetzt dann definitiv sagen, ob das ein Problem vielleicht ist. Er bringt jetzt Fahrzeuge hier hin und hier stehen sie auf Linie 9. Aber hier steht niemand für Linie 13. Ja, leider. Leider funktioniert das nicht und ich habe noch keinen blassen Schimmer, warum. Okay, eine ganze Folge dafür aufgebracht. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es jemanden da draußen, der da eine Ahnung von hat und mir sagen kann, mach keine gemischten Züge zum Beispiel, weil die nicht funktionieren. Oder erweiter keine Bahnhöfe, weil die auch nicht funktionieren. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich habe doch hier aber da haben wir keinen gemischten Zug hier unten. Hier haben wir zwar Dingens, wie heißt es, zwei verschiedene Gleise, aber das ist ein Personenzug fährt hier runter und ein Güterzug fährt hier runter, ne? Das macht hier den Unterschied. Vielleicht funktioniert es deswegen, weiß ich nicht. Könnte sein, ne? Das wäre sehr schade, wenn es keine gemischten Züge gibt, weil die würden mir schon Sinn machen, gemischte Züge, ne? Damals war das doch gang und gäbe, oder? Und vor allem auf kleinen Nebenstrecken macht das ganz viel Sinn, ne? Also hier ist abgeladen und hier ist aufgeladen, ne? Und der fährt jetzt wieder leer weg. Schlecht, ganz schlecht. Jetzt kommt hier der nächste Wagen, der die Klamotten da hinten hinbringt, ne? Und ich weiß gar nicht, wie viel auf der Linie sind. Ein Fahrzeug, ich glaube, das ist jetzt gerade ein Problem hier. Da müssen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge aufrüsten. Ich würde sagen, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.